Was geht YouTube und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Gabs. Ja moin. So, wir sind ja hier dabei gerade die neue YouTuber-WG, wie dein unklickgeiler Titel von gestern gesagt hat, aufzubauen. Das hat mich aber so gefreut, dass ich auf den Titel gekommen bin, weil es einfach der klickgeilste Titel Alter. Aller Zeiten war. YouTuber-WG mit Marcel, Schluss mit Lena, Fragezeichen. Ja okay, das wäre vielleicht noch schlimmer gewesen, mit heute im Titel stehen. Halt's Maul, Alter. Wenn du das machst, ne? So, ich bin noch am Terraformen. Terra? Apologetic Terra. Spaß. So. War da eigentlich mal ein Impact dann? Klar. Okay. Ich wusste nicht, ob er dann gejoint ist oder einfach nur so mit uns immer gezockt hat. Doch. Übrigens sitzt Lena hier an der Seite. Ich zeig's dir mal kurz. Ja, man hat nicht viel gesehen, beruhig dich. Die zockt gerade Call of Duty. Echt das? So, ich hab hier ganz viel Gold, Schatz. Guck mal. Das ist alles meins, findest aber no homo. Geil. Geil, ne? Gold ist geil. Du bist ja nur wegen meinem Geld mit mir zusammen, vielleicht deswegen. Wegen deinem Minecraft-Gold. Ja, man, ich wusste es. Das wird im Titel stehen. Lena ist nur wegen meinem Gold mit mir zusammen. Habe ich heute nur zwei Videos mit Lena auf Scorpio Play. Es gibt bestimmt so wenig. Ich meine natürlich, was geht YouTube und herzlich willkommen zu einer nächsten... Spaß. So schlecht, gefällt mir. Ich hack hier alles mit der Schaufel kaputt. Weil ihr müsst wissen, ich sag eh immer, wenn Marcel sagt, ja, die Minecraft-Folgen haben so und so viel Klicks, sag ich immer viel zu viel. Was ist echt so, Mann? Guck mal, die Folge von gestern hat zum Beispiel wieder 25.000 Klicks jetzt schon. Also es ist voll perfekt. Besser kann ich mir echt nicht vorstellen. So, wollen wir hier das Haus dann, hier wollen wir das Monument sozusagen erbauen. Soll ich hier noch alles auf eine Ebene machen, bis zum Ende der Küste? Ich glaube, wir machen bis zum Ende einfach hier mal so eine fette Ebene. Ja, okay, machen wir die fetteste Ebene seit der Erfindung des fettigen Fettbrots. Also fast so fett wie Piers Mom. Ja. Wie gesagt. Also das ist ein bisschen hart, finde ich jetzt. Ja. Von Niklas Diamanten werde ich mir jetzt eine Diamantschaufel gönnen. Finde ich gut. Danke, Niklas. Das ist überaus korrekt von dir, Mann. So. Ja, Verzauberungstisch habe ich auch schon gemacht. Wie man mit der Schaufel den Sand einfach nur noch destroyed, ne? Ja. Der Sand wird nicht geschaufelt, der Sand wird destroyed. Ich hätte jetzt gerade das Schlimmste aller Zeiten gesagt. Ich will es gar nicht wissen. Doch, du willst es. Der Sand wurde getolgert. Ich wusste schon, dass irgendwas mit Tolger jetzt kommt, deswegen. Deswegen wollte ich es nicht wissen, weil ich so obvious war. Es war halt... obvious. Übrigens, für alle Leute, die das Video hier sehen und in den Ferien noch nicht wissen, was sie tun wollen, am 24. Juli um 15 Uhr in der Mall of Berlin findet das fetteste Abonnententreffen aller Zeiten statt. Jo. Also es ist kein Witz, was da geplant ist, Leute, das ist nicht mehr normal. Vorher sind wir auch noch mehr in Berlin und zwar am nächsten Wochenende bei der U-Messe, also genau dieses Wochenende quasi. In 3 Tagen sind wir und 3 bis 5 Tage, also quasi von Freitag bis Sonntag sind wir dort. Oh. Und wir haben 2 Autogrammstunden mit dem netten Awife, also falls ihr euch sowieso für Minecraft interessiert, könnt ihr mal zu unserem Stand vorbeikommen. Link dazu zu den Informationen auf der U-Seite ist heute mal in der Videobeschreibung. Oh shit. Also Autogramme sind dieses, also falls ihr aus Berlin kommt, aber zu dem, ich würde eher das Ganze, falls ihr nach Berlin extra kommen wollt, für das zweite Treffen aufbewahren, Leute, weil das wird so heftig. Ja, du bist einfach schlecht. Ja. Guck mal, ich hab den gemessert, hast du es gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Ja, du hast den gemessert. Du hast so richtig das Messer ins Arschloch gerammt. Ja. Ist vorne wieder rausgekommen, habe ich so gesehen hier in Österreich. Ja. Probe, gab's mal wieder eine Amokfahrt oder hat sich das beruhigt? Nee, wir spielen hier nicht mehr GTA. GTA Real Life, White Titty, oder wer hat das hochgeladen? Ja, White Titty, das war mit Gronkh, das war richtig krass. Beim Domplatz und so. Ja. Domplatische. Wir formen die Terra. Alter, es gibt gleich nichts Spannenderes. Und voll der Minecraft-Beat im Hintergrund bei mir. Echt? Von B-Theory? Nein, wir sind da Pina Productions. Ja, bei mir auch, aber es ist ich mal weiter. Oh ja, erstes Abenteuer von Minecraft. Mach ich jetzt mal ein bisschen lauter an hier. So, jetzt geht's ab. Oh, ich hab meine Diamantschaufel weggeschmissen, weil ich noch nicht wieder ingame war. Ich hab grad Wind. Das wo ist, Wind? Ja, Wind heißt das Lied. Ach so. In Minecraft Wind. Ganz neue Version. Ich ja. Müssen uns gerade überlegen, wie wir das dann. Ich würde sagen, hier am Strand sollte auch schon ein großer Teil des Hauses sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir terraformen einfach so lange, bis das Let's Play vorbei ist und wir haben nie ein Haus gebaut. Ja, das ist gut. Wir terraformen einfach jetzt für immer. Weil das musst du dir geben. Ich habe noch nie ein Haus fertig gebaut in unseren Minecraft Let's Plays. Einfach, weil es immer gut angefangen hat und dann wusste ich irgendwann nicht mehr weiter, dann waren die Projekte ja, meistens. Du hast ja wenigstens. Ich habe ja nicht mal so richtig Ideen. Du weißt ja wenigstens, was man alles machen kann.
Ja, ich weiß jetzt nicht, im Bauen bin ich auch teilweise ziemlich scheiße, das ist das Problem. Aber zusammen, wenn wir schon massive Scheiße machen. Zusammen, was wir sagen, sind sie dann noch ein bisschen schlechter. Ja, das Aber ich will Ihnen nicht zu viel Penishaus war ja auch versprechen. unser Verbrechen. Ach ja, stimmt. Das erste Haus im ersten LP, quasi legendär. Ist so. Den Turm habe ich aber gebaut und die Glastonne. Ja, das hast du verbrochen. Eieiei. Was ist das für ein Lied? Comeback, das ist auch so geil. Beatery. So. Aber ich glaube, ich gehe dann gleich rüber, die Schafe vermehren, weil wir wollen schon das Wolle bauen, oder? Wir wollen das Haus aus Wolle bauen. Ja, weil es wäre dann halt sozusagen eine moderne Villa. Wir können ja aus Wolle und Holz so ein Mix machen. Ein Hybrid. Ein Hybridhaus. Okay. Hybrid wie Pete Smith, kleiner Freestyle. Oh nein, das hat er nicht. Ich glaube, ich gehe schon viel. Oh, ich habe den Zeug mit der Schaufel tot. Ich brenne, aber hab nur kurz gebrannt. Hab's gesehen. Hat einfach gebrannt. Der Brennbastard. Ist so. Steak, Aber, Steak. apropos Brennen. Ich habe heute einfach in der Schule gezockt. Einfach so. Wie denn? Am Laptop. Lol. Ich habe am Laptop mitgenommen, habe 4 Stunden, 5 Stunden lang gezockt. WTF. City Kann sein, dass die Skyline. DHL zurzeit streikt eigentlich. Ne, echt jetzt? Ich warte auf. Mann, es kann doch nicht sein. Es ist so viele Pakete, Schatz, die einfach nicht ankommen. Lol. Ja, was hast du denn alles noch bestellt? Ja, Eiweißbrot habe ich zum Beispiel bestellt. Dann habe Das ich ist den richtig Adapter fürs geil. iPhone bestellt zum Willst du nicht Aufnehmen. mal unten in den Briefkasten gucken? Vielleicht ist es ja doch da. Ja, ich hab. Müssen wir nachher echt machen, ey. So, ich gehe mal die Viecher snacken. Also, dass sie sich vermehren. Ja, ich habe hier Oh, ich einfach. bin so eine Missgeburt. Alter, wie viel ist das denn hier noch zu tun, bis das mal eine Ebene ist, ey? Ich hab's einfach Egal. geschafft, das ganze Weizen, das ich für die Viecher zum Vermehren gebraucht hätte, zu Broten zu machen. Aber du brauchst es zu essen, oder? Ich habe noch drei Steaks. Das reicht nicht. Ja, ich habe Steaks gemacht. Wir bauen gerade ein Haus, Schatz. Hier Dann kriegst du bin ich nicht dann. 16 Dann wohne ich nicht Brötchen. mehr mit dir zusammen, sondern mit Gabs wohne ich dann zusammen. Marcel, dreh dich um. Hier. Danke. Bitte. Ich habe dir ein Viertel meines Essens gegeben. Oha. Mehr bist du mir nicht wert. Du bist ja auch hier, so du brichst das Brot und verteilst es unter den Armen. Nur in FIFA. Müssen wir via Pro Club Wir machen? Wenn müssen ihr via Pro einfach. Club sehen wollt, lasst mal ein Like dafür das Video, weißt du Ist das? so. Wird's wieder Nacht? Ah, das wäre doch gelacht. Schicht im Schacht. Ja, Niklas, du hast noch nicht mal Schafe eingefangen, du Bastard. Ich zerhacke die Erde gerade. Wollen wir schnell pennen gehen? Ja, ich bin gerade relativ weit weg von zu Hause, aber ja, ich mache mich jetzt auf den Weg. Jo. Okay, also ich komme. No homo. Skurr. Jetzt ist echt dunkel mit Shader. Ja, Ich sehe dich da mir hinten geht's auf mich mittlerweile. zulaufen. In Uploads geht's immer. Es sieht immer im Ding ins OBS sieht's immer viel schlimmer aus, als es dann eigentlich aussieht. Na. What? OBS ist Seit wann unser ist denn das Aufnahmesystem. da? War das immer schon so hell? Für die Änderung. Nein, was nicht? Wer hat das gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ich gucke jetzt gucken, ob hier Fallen sind. Will ich ran's nächst. Na, okay, gut. Ich lege im Bett. Ah, ich geh auch mal. Unserer komischen Inzuchtfarm, in der wir leben. Ist so. Let's Okay. go. Habe ich hier Sag, wir irgendwas? müssen mal wieder ein paar Folgen dann auch mal wieder mit Twitter-Fragen machen. Habe ich hier viel Kohle? So, ich auf dem Konto. Das war ein Spaß. Oh. So. Aber ich baue auf jeden Fall mal drüben schon Betten. Naja, das ist eine gute Idee, sage ich einfach mal. Jo, würde ich auch sagen. Was machen wir das Fundament? Aus Also ein Boden, oder aus was? Holz, oder? Der Holzboden. Oh, ich habe mal wieder Bock auf Sandstein irgendwie. Oh, Marcel. Ja, du weißt, ich mag Sandstein. War schon immer so. Sandsteinfetisch, no homo. Ja. Ich würde mir gerne ein Dildo aus Sandstein in mein Arschloch schieben. Ja, das sicher nicht. Ach, keine Ahnung. Ich äußere mich mal nicht hierzu. Ich forme gerade die Terra. Oder so einen schönen Sandboden ist doch super. By the way, Marcel, du weißt, dass du gestern in der Folge schon wieder geleistet hast, als du die Spitzhacke bauen wolltest.
Ja, ich das weiß. Das haben mir 5 oder 6 Leute bei Facebook geschickt. Echt? Ja. Ey, warum machen sich immer alle über mich lustig? Ich weiß nicht. Das letzte habe ich ja gepostet, als du die Kisten machen wolltest. Da ich wollte dich halt nicht zu sehr bloßstellen. Aber ab und zu muss ich dann halt mein Glück mit den Abonnenten teilen, die es noch nicht gesehen haben. So. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie man hier Dingens baut, einen Stall. Also Zäune. Ja, du musst so einmal Dingens in die Mitte, einmal Bretter in die Mitte und dann so rundrum so Sticks machen. Das hat Niklas nämlich erzählt. Hä? Ja, probier's mal. Ja, so dass es wie ein Zaun dann quasi ein bisschen aussieht. Ich muss mal überlegen. Ich habe so viel. Ey, wie viel Erde habe ich jetzt gerade bitte? Was soll ich jetzt damit machen? Vielleicht schmeiße ich jetzt ins Meer alles. Aber brauchen wir Erde? Nein, oder? Nee. Ich kann nur einen Zaun. Guck mal, Schatz, das ist aber schön, oder? Du kannst es nicht richtig ausdrücken, aber du meinst es schon. Das ist unser, nee, ist unser privates Meer. Nein! Wir bauen ja hier. Kannst du behindert sein? So, erstmal alles weg hier, weg. Wie kann man Sachen einfach so wegschmeißen, ohne dass ich so dumm rumklicken muss? Gibt's da eine Taste? Steuerung Q. Dann wirfst du einen Stack raus. Also Q droppst du allgemein Items. Ah, okay, nice. Ah, oh, perfekt. Hier liegt jetzt so viel Erde im Wasser. Wenn der eine meint, das Wasserfeld ist da voller Erde. Es ist so. Also wie ich hier die Terra am Formen bin. Hätte ich gleich gedacht, dass es fast eine Folge dauert, ey. Es dauert ewig. So. Oh, nee, und der Beat ist auch richtig nice. River Flows in You von B2Re. Der ist echt nice. River Flows in You von Jiruma ist eh das Beste, was es gibt, aber da gibt es ein paar geile Versionen, sowas wie von Dingens, von The Script, Hall of Fame zum Beispiel, ist ja auch in Form von River Flows in You, das ist ultra krass. Okay. Das kennst du aus, kennt jeder. Ich habe gerade überhaupt keinen Bezug zu dem Lied irgendwie. Also, wenn ich es hören würde, würde ich wissen. Ja, das geht so, Kirk. Okay, jetzt kommt's. Standing in the Hall of Fame! Achso, ja. Na, das kennt man ja. Das kennt man. Oh, Schatz, guck mal, ich hab dir hier ein paar Blumen für dich, guck. Okay, gut. So. Ja, immerhin. Okay, so, die Terra ist geformt. Jetzt wird es Zeit. Noch ein Schaf zu finden. Duell. Wir müssen erstmal das außenrum bauen, würde ich sagen. Machen wir es mit Holz. Warte mal, ja, sammel weißes Holz, also Birkenholz. Weißes Holz? Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welches hab. Ja. Also wenn wir ja, ein Haus bauen, musst du sowieso was Holzhacken fällen gehen. Aber ich brauche noch ein zweites Schaf. Ja, ich habe schon jetzt 2,5 Stacks habe ich jetzt mit dem weißen, also mit Brettern. Das ist ja unglaublich. Ja, das ich kann ein bisschen. Es ist unglaublich, dass ich so viele weiße Dingens hab, ne? Finde ich auch. Achso, ich dachte, ich verarsche dich jetzt wirklich. 150 zu 70 stehen. Ja, Schatz, du musst. Was habe ich überhaupt für eine KD im Moment? Wahrscheinlich schon 0,1 oder so, ist viel zu hoch. Muss man wieder, dann müsste man wieder 1 Million Tote drauf auf den Account. Ey, Marcel, du kannst nur mit, wie heißt das überhaupt nochmal? Reverse Boosting spielen. Der beste Kommentar war, du kannst nur mit Reverse Boost Black Ops 2 spielen, obwohl es das da überhaupt gar nicht gibt. Na, es gibt schon, aber es bringt halt nichts. Ja, es bringt gar. Nee, das bringt gar nichts. Das ja, gibt's noch nicht mal. Nein, es gibt. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, dass jemand das gemacht hat. Ja, am Anfang ging es halt da. Am Anfang hat es ja noch Skill-Based Matchmaking, das hat ja jeder gemacht. Ja. Was machst du da? Ich geh Holz hacken für das Haus! Ey Mann, keine Ahnung. Einmal mit Profis. Ein Huhn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber ich hab. Nein! So, komm mit hoch. Boah, wäre ich da jetzt runtergefallen, wäre es aber nicht so schön gewesen. Also weißes Holz bauen wir dann? Ja. Okay. Aber wie schön das ist, wenn man hier oben steht. Ey, da wird das Haus, das sieht man von hier so geil. Ich werde hier eine Aussichtsplattform machen, dass man von hier das Haus perfekt immer sehen kann. Finde ich gut. Müssen wir jetzt nur noch ein schönes Haus bauen. Ohne Witz, es geht hier richtig ab, wenn du hier stehst. Das siehst du das so perfekt, kannst du da hingucken.
Ich glaube, ich baue als erstes baue ich jetzt die Aussichtsplattform. Ich fall runter, fast tot. Spaß, nur ein Herz verloren. Hoffentlich. Na, ich komme jetzt runter. So. Es wird ja hier immer kunterbunter. Okay, ich habe. Oh Gott. Ich habe jetzt 4 Stacks und 16. Für den Grundriss müsste das eigentlich reichen. So, ein Huhn gezüchtet. Du musst mir aber helfen jetzt, weil ich nicht genau weiß, wie du es jetzt machen willst, weil du bist jetzt schon, du bist schon Bob, der Baumeister. Ich habe selbst noch keine Ahnung. Ja, kann ich ihn ein bisschen formen hier. Alter, jetzt ist das so riesig. So, so. Perfekto. Ja, warte, ich mach schnell das mit den Hühnern fertig. Dann können wir die nämlich für Inzestiösen. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Das klingt richtig. Das ist, glaube ich, genau das, was man mit Hühnern machen sollte. Ist auch so. Aber ich finde leider kein zweites Schaf. Das finde ich jetzt nicht so scharf. Oh Gott, ich will sterben. Ach, dicke Scheiße, Mann. So. Ich bin einfach direkt ins Wasser gesprungen, einfach so. Bumm. Mann, wo ist ein scheiß Schaf, Mann? Okay, schauen wir uns das Ganze mal an, was wir hier bauen. Ja, wo wollten wir es jetzt nochmal genau bauen? Ja, warte, ich zeig's dir, warte, ich zeig dir genau wo. Pass auf. Bei den Kisten. Also, nein, hier. Hier? Weil hier kannst du, hier ist jetzt alles voll groß, hier bist du halt so geil am Meer, so in diesem Bereich hier, so. Und zum Beispiel. Da kannst du nämlich von da oben bei den Bäumen dich an die Aussichtsplattform machen. Okay, und ja, hier könnte man so einen Turm hinstellen einfach. So eine Bewachung. Ja, genau. Bewachungsturm. Hier ist noch unser Burggraben, so mäßig. Ich finde, wir können das sogar so bauen, wir könnten dass wir von eine hier Burgmauer so hochbauen, so mäßig. Ja, wir könnten theoretisch auch den Plan mit einem modernen Haus mit Wolle wieder verschmeißen und einfach hier so eine Burg hinbauen. Ja, das macht halt Pew auch. Und ich würde sagen, ich bin schon für eine Villa. Okay, vor allem es macht auch viel Arbeit. Ja, Villa macht auch nicht wenig Arbeit. Ja. Na, guck mal, hier so am so strandmäßig, dann mache ich hier unten noch alles voller Sand. Okay. So richtig, dann haben wir hier so einen kleinen Strand. Ich baue uns so einen Strand hier noch ein bisschen rein dann. Eigentlich gar nicht. Wir machen dann hier so eine Brücke und dann ist das hier unsere Strandinsel. Ja, stimmt, perfekt. Perfekt. Alter, wir sind hier richtig kreativ. Ja, dann lass uns das genau hier bauen. Hier so. Sagen wir mal, wir fangen. Hier, wo der Sand anfängt, fangen wir an, so mäßig. Ja, das Ding ist, ich würde halt also hier noch. Ich setze einfach Sand. Mal so eine Linie, so just nein. Ich finde das nicht so geil, wenn das Haus so raussteht. Dann lass es noch einen tiefer sozusagen nur beim Haus machen. Ja, das ist aber, warte, chill mal. Ja, wieso? Das finde ich eigentlich nicht so schlimm. Man kann einfach so dann drumrum immer so eine Stube bauen, das so als Treppe, weil ich habe das jetzt schon alles geformt. Jetzt so ein tiefer ist so viel Arbeit extra. Nicht unbedingt. Wie denn nicht? Naja, es ist halt nicht so extrem viel Arbeit, wie du gerade tust. Es ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Ja, es ist schon. Ich habe schon lange gebraucht hier. Bist ja auch kein Minecraft-Profi. Alter, mehr als die linke Maus, was zu drücken, braucht man da aber nicht. Ja, steht. Das wird die Triple. Weil du kannst dann hier schon mal so anfangen, das jetzt hinzusetzen, die Blöcke, während ich hier noch wegfahre. Also hier würdest du sagen, soll dann das, der äußere Rand des ja, Hauses genau anfangen? Ja, so, hier ungefähr. Ja, mach einfach. Ich glaube, du kannst schon Blöcke setzen. Frage soll ist halt, hier, machen soll ich jetzt hier eine Linie bauen oder soll ich hier schon anfangen, irgendwelche Faxen zu machen? Mach einfach eine Fläche. Wie weit wollen wir zurückgehen? So bis hier? Bis der Sand weg ist, so? Aber wollen wir nicht noch. Ich dachte, wir wollen, dass die Brücke hier noch so. Also so wollen wir so richtig breit. Ja, so. Oh, es ist der beste Beat, großer Tag. Bei mir ist gerade Peace Love Music. Aber warte mal. Ja. Fackeln hier nicht lange rum. Oh mein Gott, 15. Ich verstehe gerade gar nicht, warum du mich nicht hast. Warum? Wir fackeln ja nicht lange rum, während ich gerade Fackeln setze. Ach so, ja, ich hab mich auch meinen Kopf verdrängt, sowas schon. Ja, sehr froh. Es kommt halt einfach davon, wenn man lang genug mit Pure Skype, dann wird es ausgeblendet.
Guck mal, es war doch sowieso, es hätte jetzt keinen Unterschied gemacht, ob wir es jetzt oben draufsetzen oder nicht. Nein, ich finde einfach, das sieht scheiße aus, sorry. Ja, aber es ist... Letztendlich ist es dann ja, machen wir dann ja das gleiche, wir setzen es ja dann trotzdem drauf, nur halt eine Ebene darunter setzen wir es halt drauf. Ja, ja, aber es geht halt einfach darum, dass der Boden daneben auf gleicher Höhe ist, sozusagen wie die unterste Schicht vom Haus. Ja, aber da muss ja dann trotzdem... Verstehst du, was ich meine? Wir haben es ja so geformt. Ja, aber schau, dann hätten wir hier rundherum nicht alles wegnehmen dürfen. Ich glaube, es wird das längste Haus aller Zeiten. Das ist doch egal. Ich habe auch den längsten Schwanz aller Zeiten. Nee, nee, Digga, den. Okay. Ich habe kein Schwert gehabt, hier ist ein Zombie. Oh. Ich glaube, es wird nicht der letzte sein. Boah, wie die Zeit vergeht, wir nehmen schon 21 Minuten auf. Wollen wir einfach noch eine Folge dranhängen? Noch eine Folge aufnehmen jetzt gleich? Mhm. Ja, warum nicht, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Genau, sehen wir uns morgen wieder. Lasst ein Like da. Oh, Lena steht 23.0, weil wir gucken, noch wissen, ob sie den DNA jetzt schafft. Also entweder lachen wir sie gerade alle aus oder... Gratulieren. 25 ist die schlechte Gerne, die ich je gesehen habe. So. Okay, sie ist auf 25. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ah, aber müsste von Zeit hast du genug. 26. Einer ist, glaube ich, über dich geflogen. Der ist da auch noch irgendwo. Nein, lass dir lieber. Hey, Leute, jetzt ist es aber spannend hier. Jetzt ja. Halt. Schafft sie die DNA? Schreibst du die Kommentare? Nein, Spaß. Ja, das ist ein Safe Kill. Oh Gott, wie du es riskiert hast, ey. Oh Gott, sie ist so kurz davor. Okay, der Teammate hat. Teammate hat DNA. Teammate hat Double DNA gemacht. Aber was ist das für ein Lobby? Beste Lobby aller Zeiten. Beeil dich. Kill ihn schnell. Okay, jetzt brauchst du noch einen Kill, ne? Bist du eins vor? Okay, sie ist eins vor. Okay, Teammate jetzt. Teammate hat Double gemacht. So ist. Bin ich mal gespannt. Boah, Spannung hier. Spannung pure. Oh, sie hat DNA. Sie hat's gemacht. Das zeige ich mal kurz. Moment. Oha. So, sieht man das? So. Unaufhaltsam. So, da geht die DNA hoch. Genau jetzt. Okay. Nice. Alles klar, gut. Das war's dann, wie gesagt. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.